die Klasse kann man als Gerätedreherklasse verkaufen. Drei Gerätedreher haben jetzt hier alle verrückt gemacht. Einmal fährt leider außer der Wertung, fährt zu GPS. Für diese Klasse aber wieder zu wenig. Für die nächste Klasse will aber auch mal zeigen, was er kann. Optimale Eigengewicht verlastet, wenn man kein Allrad hat. Aber wir werden mal schauen. Wir haben halt auch zwei Standardbauweisen hier dabei. Hinter dieser Schleppstrecke eine, ich ist dann hier eine Runde hoch runtergefahren mit den Stiften und dann kam der Horst Beachmann mit seinem Lanz Bullock an und hat gesagt, komm, wir machen eine kleine Spaßaktion, ich will mal sehen, ob ich diese Raupe, die ca. 31 Tonnen Eigengewicht hat, ein bisschen ziehen kann. Ich habe dann natürlich nicht einen Ansatz, keinen Hauch von einer Chance gesehen, aber ich habe getäuscht. Ich wurde ja gestern schon gefragt, wie ich den Besen essen möchte mit Ketchup oder Mayo. Leider habe ich den Besen gefunden. Aber auch schon den ersten, der an seine Grenzen kommt. Mit einem wunderschönen Geräteträger. Die Strategie des Fahrens war nicht die Pflanzen. Sicht auf sein Radar. So, dann ganz interessehalber. Gestern haben wir an den Auftakt des 20. Schleppertreffen wieder mit einer wunderbaren Geschicklichkeitsfahren auf dem Platz möglich. Parade. Das ist hier im Hintergrund auf dem Festgelände wieder die Dash-Vorführung in Stadt und mit 19 Uhr starten wir dann wieder hier mit dem Kampf der Giganten 2023 hier zum 20. Schleppertreffen und wir schauen mal, wie es hier ausgeht in der PS-Klasse bis 41 PS.
Außerdem ist es 11 Uhr. Ihr wisst, was es heißt. Prost. Und es ist noch eine Stunde das Fotoshooting mit eurem Traktor oder sonst welchem Gefährt ihr da seid möglich. Also hier hinten am Rodelberg sexy Traktor Wash oder ein schönes Fotoshooting, wenn ihr euer. So, auf alle Fälle haben sie die gleiche PS-Zahl, beide mit 40 Pferdestärken bestückt. Der Pionier aber 4 Zylinder und mehr Eigengewicht, das ist ein richtiger Stahlbau, hier ist kein Stück Plastik verbaut. Der Pablo ist eigentlich auch nicht anders, aber das ist aber leichter. Aber wir schauen mal jetzt, was sagt die Zahl? So, und da ist der Wettkampf mit Schiene.
Hehehehe.